Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Last of Us Remastered. Und ich habe schon wieder die Zombies schreien gehört. Ich bin abgeschnitten von meinen Mitläufern. Ja, nennen wir sie mal so. Nee, verdammt, ey. Da schlurfen sie schon wieder durch die Gegend. Und das ist schon wieder so ein verdammter Klicker. Und ich habe nur ein Messer. Oh Gott, das will ich umfallen. Puh, das war knapp. Oha. Messern, 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 Messern. War gar nicht so schlecht. Problem ist, ich habe keine Messer mehr. Muss schnell eins bauen. Ja, und das war's mit Messern. Okay. Spaß zu Ende mit Messern. Oh Gott. Musste wieder mal meine Batterien aufladen. Ich muss das tun, indem ich mit dem Gamepad auf den Tisch klopfe, ja. Ihr schlurfenden Missgeburten, geht weg von mir. Ich überlege gerade, ob ich hier mal ein bisschen durchlaufen soll. So von wegen, Material sammeln und so, aber ach. Shit. Komm, vergiss es. Ah, okay, Moment, hier ist ein Aufenthaltsraum oder sowas. Tess! Kann man. Ja, schrei doch nicht so! Halt einfach die Klappe! Scheiße! Tess ist ein bisschen komisch drauf. Die lässt so wertvolle Sachen liegen. So Versorgungssachen und so. Die lässt die einfach liegen. Die muss ich natürlich wieder einsammeln, ist klar. Kein anderer macht das. Ah ja, okay. Das ist voll, alles klar. Okay, dadurch, dadurch. Vorsichtig und behutsam. Um mit einem Messer die Tür zu öffnen. Okay. Ach, da ist das Messer dann verbraucht. Okay. Dankeschön. Ich habe mein Messer an so einer scheiß Tür verbraucht. Was sind das überhaupt für Messer, ey? Das ist ja lächerlich. Die gehen gleich nach einmal benutzen kaputt. Hm, Vorratsraum. Okay. Naja, vielleicht kriege ich ja hier genug Material zusammen, um mir wieder ein Messer zu bauen. Dann hätte diese ganze Aktion mit dem Messer die Tür aufbrechen unterm Strich überhaupt nichts gebracht. Ah, Teile. Boah, ja. Kick die Figuren durch den Raum, genau. Bitte, tu es. Kick einfach die ganzen Figuren durch den ganzen scheiß Raum. Da sind ja nur Zombie-Klicker unterwegs, die uns ans Leder wollen. Ja, scheiße, ey. Mir fehlt Band. Hier lief einer lang, ne? Ja, der Typ. Okay, ab jetzt kann ich sie nicht mehr greifen, weil ich kein Messer mehr habe. Ihr könnt mir ja, wenn ihr das wisst, ob das so ist, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, ob man wirklich ein Messer braucht, um die greifen zu können. Weil ich habe irgendwie keine Lust, das jetzt auszuprobieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, dafür habe ich ja eine Community, die mir das sagen kann. Ja, ihr müsst jetzt mal euch nützlich machen, bitte, und mir das mal erklären. Wo läuft der denn lang, ey? Muss ich da eigentlich hinten rein? Wo muss ich denn eigentlich rein? Oha. Ah ja, okay. Ja, okay, ich kann sie nicht greifen. Ihr seht das, es gibt keine Aktion dafür. Ach so, ich hätte mich in diesen Vorratsraum auch da einfach langschleichen können an dem Typen. Und die sichere Variante war halt, die Tür zu knacken, oder was? Ach, ist mir jetzt auch egal. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Da ist der eine. Oh, scheiße, nicht zu mir, geh nicht zu mir. Haut ab. Nein, ich will nicht tauschen. Wo muss ich denn hin? Wo zur Hölle muss ich hin? Da hinten? Muss ich da hinten hin? Schöne Postkutsche. Okay, alles klar. Er krampft ein bisschen. Die gehen das hier alle viel zu krampfhaft an. Man muss das hier ganz entspannt machen, ganz vorsichtig. Ganz ruhig und ganz vorsichtig.
Und immer die Typen im Blick behalten, das ist keine schlechte Idee. Mann, Dreck, wo muss ich denn hier hin? Scheiße. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich hin muss, ey. Das mag ich ja gar nicht, sowas, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ach, Moment mal, hier komme ich her. Hier bin ich schon mal lang gelaufen. Hier muss ich also nicht hin. Da ist die Tür, die ich gerade von der anderen Seite gesehen habe. Da muss ich also auch nicht rein. Oh, Scheiße. Wieso läuft der plötzlich hier lang? Hä? Nein! Ich hab... Hä? Ich war doch ganz leise. Was ist das denn? Ach, Mann. Beschiss. Mann, das war doch so gut. Ich versteh's nicht. Also, ich... Ohne Scheiß, ich versteh's nicht. Was habe ich denn jetzt noch? Kann mir mal bitte jemanden hart einblenden? Danke. Scheiße, ey. Sowas hasse ich ja. Wie die Pest hasse ich sowas. Tess. Okay, da weiß ich aber schon mal, wo Tess. Ich nicht hin muss und wo ich nichts finde. Das ist schon mal gut. Scheiße. So. Und da hinten in den Raum, da gehe ich jetzt nicht... Obwohl, das konnte man gar nicht von der anderen Seite, ne? Da war irgendwie ein Regal davor. Naja, komm, dann... Dann machen wir es halt mit dem Messer auf. Man lebt nur einmal. Muni. Zeug. Wasser. Ja, sei noch lauter! Mann, Joel, ey. Oh Gott, was der für einen Krach macht. Ja, da kommt man nicht rein. Da ist das Regal im Weg. Okay, dann habe ich das richtig gemacht. Dann habe ich das instinktiv wieder mal richtig gemacht. Die ganz große Frage ist jetzt, wo in drei Teufels Namen... Ah, da hinten rein. Okay, Moment. Dann machen wir das anders. Shit. Ja, okay. Schnell da rein. So, jetzt hier lang. An dem Knilch da vorbei. Und da in die Tür rein. Leise, um Gottes Willen. Oha, oha. Ich hoffe, das speichert mal bitte. Kann das mal bitte speichern? Runter oder rauf? Ich würde sagen rauf. Stöhn halt noch lauter. Oh mein Gott. Das sind Geräusche, wie ich sie gar nicht mag. Der muss in die Tür aufmachen. Oh Gott. Oh. Na toll. Mach noch mehr Krach. Mach noch mehr Krach. Würgen, 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 würgen. Eieiei. Habe ich es jetzt geschafft? Aha. Oh oh. Nein, 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 nein. Oh. Warte doch mal, ich muss mich doch umgucken, ob es hier irgendwelches wertvolles Zeug gibt. Ja! Bam, bam, bam und bam, 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 bam! Oha! Oh nein! Bam, bam und bam und komm! Mike Tyson ist in dir raus! Ach, ich beiß dir noch ein Ohr ab, komm her! Ich hab's gleich! Oh Scheiße, da kommen immer noch mehr! Ah, 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 ah.
Himmels Willen! Jetzt stirb halt! Jetzt haut einfach ab! Ah, da schießt was. Das war verdammt knapp. Oh, was für ein Stressmoment. Hey, Moment, das wollte ich gar nicht. Ja, ich wollte es benutzen. Ach ja, genau, Moment, das war so. Eieiei, was für eine schweißtreibende, haarige Aktion schon wieder, ey. Mein Gott. Moment, umgucken erstmal. Schön in Ruhe umgucken. Erstmal durchatmen, ja. Ganz entspannt. Puh. Wusa, 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 wusa. Und weiter im Text und weiter im Text. Das kann man nicht nehmen, ne? Das kann man nicht nehmen. Was? Moment, sie wollte irgendwas sagen. Tess, ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft. Hier lang. Hier geht's aufs Dach. Ach Moment, sie hat auch was zu sagen. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Tö. Gilt panisches Keuchen? Das gilt. Gut, dann bin ich okay. Panisches Keuchen. So wie von mir gerade eben. Hier lang? Hier hoch? Ja, okay. Dann los. Ladies first, ne? Ich bin wieder voll der Gentleman hier. Ich lasse die Frauen vorgehen. So. Oh, schön, schöner Blick wieder. Was für eine Stadt ist das eigentlich? Ich habe es irgendwie noch nicht so wirklich mitgekriegt, was das für eine Stadt sein soll oder mal gewesen sein soll. Hm, eine goldene Kuppel. Jerusalem? Nee. Egal. Egal, bevor ich mich hier in Widersprüche verstricke. Rüber. Da ist es. Unser Zielort. Ah, wir müssen doch zum Felsendom, okay. Ja, dann, wohin? Wie? Wie? Ach so. Ich musste mal wieder die Batterien aufladen. Vorsicht. Vorsicht, Planke kommt. Ja, und wohin damit? Darüber oder was? Ah ja. Platzieren wir das mal. Ich hab's voll raus. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Okay. Sieht sehr vertrauenserweckend aus. Und, ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Hm. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Hä? Was hat sie denn jetzt für ein Problem? Sie hat doch gerade rumgejammert, von wegen sie ist erschöpft und so. Jetzt sagt sie mir, reiß dich zusammen. Hallo, Mädel, da passt was nicht zusammen. Ganz klar. Da passt irgendwas nicht zusammen hier. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Naja. Wie weit, Herr Kleine? So, das Ganze soll ja irgendwie sich zu einem Roadmovie entwickeln. Ja, es geht schon so langsam in die Richtung, ne? Man läuft halt irgendwie immer auf ein Ziel zu, ohne zu wissen, wo man eigentlich hinläuft. Und was man eigentlich tun soll. Ja, man soll irgendwie die Kleine abliefern, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da wird nichts draus. Irgendwas sagt mir, dass da nichts draus wird. So, und weil jetzt hier gerade so eine wunderschöne, ruhige Stelle ist, würde ich sagen, das war's erstmal wieder mit dieser Folge. Und weiter geht's in der nächsten Folge, die Last of Us Remastered. Bis dann, ciao, ciao.